Was kommt eigentlich heraus, wenn man als Hater auf YouTube Menschen beleidigt und dann der Justiz erklären will, dass sie keine Ahnung von Recht hat, dass es ein Recht geben muss, Menschen zu dissen oder eben, herkömmlich ausgedrückt, zu beleidigen oder ihre Menschenwürde zu verletzen? Im Fall von Peter Weber war das Ergebnis in der zweiten Instanz das 7,5-fache an Geldstrafe zur ersten Instanz. Und nochmal wesentlich mehr als der ursprüngliche Strafbefehl, den Herr Weber abgelehnt hatte. Aber gehen wir der Reihe nach zunächst einmal, was passiert ist und was der Hintergrund dieser ganzen Sache ist. Peter Weber betreibt den Blog Hallo Meinung, den manche Medien als rechtspopulistisch bezeichnen. Ich habe mir nur wenige Videos angeschaut und ehrlich gesagt, mir ist es egal, ob er links oder rechts ist. Einmal äußert er sich darüber, dass es ein Unding sei, dass da integrierte Familien nach Afghanistan abgeschoben werden. Das kann man jetzt nicht unbedingt als rechts bezeichnen. Auf der anderen Seite ist er kritisch, was Impfungen betrifft. Das ist wiederum eher typisch für bestimmtes Klientel, aber das heißt nicht, dass man deswegen rechts oder links sein muss. Mir ist es eigentlich egal, wo Herr Weber steht. Er ist jedenfalls der Auffassung, dass man Politiker als Lachnummern oder als Abschreckbild auf Kippenschachteln bezeichnen kann. Und er nimmt für sich in Anspruch, dass das deswegen erlaubt sein soll, weil es ja Politiker sind und Politiker sich mehr gefallen lassen. Ich persönlich bin der Meinung, dass es kein guter Stil, Alice Weidel als Nazi-Schlampe zu bezeichnen, ob links oder rechts, ob jetzt von der AfD ist. Und genauso wenig sind die Schmähungen, Beleidigungen, die Renate Künast oder Claudia Roth oder eben Tessa Ganserer bekommen, nicht guter Stil und wohl auch strafbar im Sinne des 185 StGB. Aber kommen wir zurück zu Peter Weber. Also Strafbefehl, 30 Tagessätze, Einspruch abgelehnt. Erste Instanz verurteilte ihn daraufhin zu 40 Tagessätzen. Nach diesem Urteil kündigte er sofort an, dass er bis zum BGH gehen werde und legte am nächsten Tag Berufung ein. Die Staatsanwaltschaft hatte eigentlich das bekommen, was sie beantragt hatte, nämlich 40 Tagessätze zu jeweils 80 Euro geschätztem Einkommen von Herrn Weber. Und da ist Herr Weber noch ziemlich gut weggekommen, denn dass er wirklich nur von 80 Euro pro Tag, also 2400 Euro netto im Monat lebt, das war eigentlich eher unwahrscheinlich. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat sich den Fall genauer angesehen und hat jetzt auch noch berücksichtigt, wie sich Herr Weber zu der Tat, zu der Verurteilung mittlerweile gibt, wie das Einsehen oder die Wiederholungsgefahr ist, und kam dann zum Ergebnis, dass die 40 Tagessätze, die die erste Instanz ausgeurteilt hat, nicht ausreichend sind und hat das Dreifache festgesetzt, nämlich 120 Tagessätze. Gleichzeitig hat das Landgericht auch festgestellt, dass das wohl mit den 80 Euro nicht ganz stimmen kann. Ich hatte in früheren Videos und in Twitter-Beiträgen schon darauf hingewiesen, dass man relativ leicht feststellen kann, dass jemand mehr als 2400 Euro zum Leben zur Verfügung hat, wenn man sich einfach nur den Lebensstil ansieht. Und so hat dann das Gericht auch hier eine Korrektur vorgenommen und den Tagessatz entsprechend korrigiert auf 200 Euro. Und so kommt dann also eine Strafe raus, die am Ende 7,5 mal so viel ist wie die erste Instanz. Nun, jetzt könnte es durchaus sein, dass Herr Weber, wir wissen nicht genau, was er gesagt hat, auch dagegen jetzt bis zum BGH gehen will. Da wird er nicht ankommen, jedenfalls nicht mit diesem Rechtszug, denn bei Strafurteilen, die beim Amtsgericht angefangen haben, ist die Revisionsinstanz das bayerische oberste Landgericht in Nürnberg, also mit einer Außenstelle in Nürnberg. Und die kann dann über Rechtsfehler entscheiden, zum Beispiel auch über die Frage, ob sich Politiker das alles bieten lassen müssen oder nicht. Und ja, da ist es denkbar, dass auch dort ein Gericht zu einer anderen Auffassung kommt als die Vorinstanzen, aber es kann auch gut sein, dass sie sagen, es ist nicht rechtsfehlerhaft und dass es dabei bei den Tatsachen Feststellungen sein zu wenden haben soll. Erstaunlich ist es schon, dass ein Urteil so viel strenger ausfällt in der Berufung. Normalerweise ist es ja so, dass man durch das eigene Rechtsmittel keine Verschlechterung oder Verböserung des Urteils haben darf. Das Verbot der Reformatio Imperius. Aber die Staatsanwaltschaft hat auch Berufung eingelegt und dadurch war das Urteil in beide Richtungen offen. Dass die Staatsanwaltschaft auch Berufung eingelegt hat, dürfte vielleicht daran gelegen haben, dass Herr Weber noch im Gerichtssaal angekündigt hatte, bis zum BGH zu gehen. Die Staatsanwaltschaft hat eigentlich ja alles bekommen, was sie beantragt hat, nämlich genau die 40 mal 80 Tagessätze, die sie beantragt hatte. Und die Sache hätte somit nach der ersten Instanz seinen Gewenden haben können. Meistens ist das eine Sache von wenigen Sekunden, dass man sich anschaut im Gerichtssaal und sagt, okay, wir verzichten auf Rechtsmittel, wenn beide Seiten darauf verzichten, dann spart sich das Gericht sozusagen auch
Die weitere Instanz, das Urteil wird sofort rechtskräftig, wenn beide Seiten auf Rechtsmittel verzichten. Aber wenn die Parteien erklären, sie sind nicht bereit, einen solchen Rechtsmittelverzicht bekannt zu geben, dann halten sich das auch beide Seiten offen. Und dann ist es eben typisch, dass beide Seiten auch ins Rechtsmittel gehen. Und so kam jetzt hier auch mehr raus. Das Landgericht wird sicherlich nicht übersehen haben, wie sich Herr Weber in der Zwischenzeit zu dem Fall gegeben hatte. Schon der Amtsrichter hatte in seiner Urteilsbegründung strafschärfend angeführt, dass der Angeklagte an seinen Behauptungen festhält. Strafmildernd wurde berücksichtigt, dass er Ersttäter ist, was Beleidigung betrifft. Er war schon durchaus vorbestraft wegen einer Straftat, die schon einige Jahre zurückliegt, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, also Fahrerflucht. Damit war er vorbestraft, aber eben nicht einschlägig und nicht schwer. Und die Rückfallgeschwindigkeit war verhältnismäßig niedrig, 2015 zu 2020, also begeht nur alle 5 Jahre möglicherweise eine Straftat. Sollte es allerdings zur Rechtskraft kommen von diesem Berufungsurteil, dann wäre Herr Weber vorbestraft, eigentlich schon mehrfach vorbestraft, aber jetzt eben auch oberhalb der 90-Tagessatzschwelle. Die Medien haben an der Stelle jetzt geschrieben, er gilt jetzt als vorbestraft. Das wäre ja auch mit den 40-Tagessätzen und das war er vorher auch schon mit den 30-Tagessätzen aus der Unfallflucht. Aber die 90-Tagessatzgrenze ist diejenige, die für das polizeiliche Führungszeugnis relevant ist. Wenn also jemand ein solches Führungszeugnis vorlegen muss oder will, dann steht diese Voreintragung da drin. Und somit kann auch im allgemeinen Sprachgebrauch Herr Weber bei eintretender Rechtskraft als vorbestraft behandelt und bezeichnet werden. Für die Justiz spielt diese 90-Tagessätze keine große Rolle, denn bei einer neuen Verurteilung, dann wird man berücksichtigen, dass Herr Weber mehrfach vorbestraft war, einmal mit 30-Tagessätzen und einmal mit den 120, wenn die denn in Rechtskraft erwachsen sollten. Und das könnte dazu führen, dass bei einer neuerlichen, vor allem einschlägigen Verurteilung, zum Beispiel wegen eines Ehrdelikts, üble Nachrede oder Beleidigung, dann eine stärkere, schärfere Strafe verhängt werden müsste. Unsere Justiz ist ja sehr nachsichtig und manche Leute sind geradezu frustriert davon, wie milde Ersttäter davonkommen mit Straftaten. Kann es sein, dass jemand eine schwere Körperverletzung begeht und dann trotzdem nur eine kleine Geldstrafe bekommt? Dann fragt man sich, was haben wir eigentlich für ein Justizsystem? Und man wundert sich dann manchmal, dass das Justizsystem sehr milde ist gegenüber Ersttätern, dann aber doch ziemlich zuschlägt bei Wiederholungstätern oder bei solchen Personen, die uneinsichtig sind. Und ich glaube, das ist das, was Herrn Weber hier passiert ist, aber vielleicht auch der Irrtum, dem er oblag, als er dachte, naja, viel kann ja hier nicht passieren. Und gerade weil das Landgericht wohl auch genau diese Geisteshaltung erkannt hatte, hatte es sich vielleicht, das ist jetzt Spekulation, bemüßigt gefühlt, eine spezialpräventive Maßnahmen zu verhängen, also Herrn Weber dann doch eine solche Strafe aufzubrummen, dass er darüber nachdenkt, dass tatsächlich eine abschreckende Wirkung für die Zukunft dabei entsteht. Ja, das könnte der Hintergrund gewesen sein für die siebeneinhalbfach höhere Strafe. Wie gesagt, der eine Teil besteht durch die höhere Anzahl der Tagessätze und die andere durch die korrigierte Höhe des Tagessatzes, also des vermuteten Nettoeinkommens pro Tag. Auf Twitter fragten einige Leute, ob die Anwälte, er soll ja mit 3 Anwälten vor Ort gewesen sein, jetzt darauf stolz sein können oder sich schämen würden. Nun, für Anwälte ist es recht einfach, einen Mandanten zu vertreten, der sich ganz sicher ist, dass er im Recht ist und eigentlich auch gar keine Beratung darüber braucht, ob es jetzt eine gute Idee ist oder nicht, ein Rechtsmittel einzulegen, also ob da jetzt mehr Belege rauskommt. Vielleicht ist es einfach so, dass es Herrn Weber egal ist, ob er jetzt 3.000 oder 20.000 € Geldstrafe zahlt, weil er genug Geld sowieso hat. Er ist auch beruflich Gesellschafter, Geschäftsführer bei einem Bauunternehmen, hat eine GmbH gegründet für den Betrieb seines Online-Portals, seines Blogs. Und vielleicht wollte er einfach auch zum Ausdruck bringen, mir ist es egal mit euren lächerlichen Geldstrafen, was da rauskommt. Er möchte dafür kämpfen, festzustellen, dass man Politiker auch als Lachnummern bezeichnen darf. Und da sagt sich die Justiz vielleicht, Challenge accepted, okay, dann schauen wir doch mal, was da rauskommt. Herr Weber hat ja noch einen weiteren Rechtsstreit angefangen, und zwar gegen mich. In einem früheren Video hatte ich ja das Urteil des Amtsgerichts Bad Hersfeld kommentiert und dabei auch das zivilgerichtliche Urteil von Tessa Ganserer, wo wir Frau Ganserer vertreten haben, vor dem Landgericht Nürnberg geführt, in einem Video besprochen. Und daraufhin meldete sich bei uns der Kollege Steinhöfel, den man vielleicht noch aus der Mediamarkt-Werbung kennt,
der Meinung war, dass ich eine Persönlichkeitsrechtsverletzung begehe, wenn ich von diesem Urteil schreibe oder spreche, ohne gleichzeitig zu erwähnen, dass es noch nicht rechtskräftig ist. Denn es könnte ja noch aufgehoben werden. Wie wir wissen, ist das bisher nicht der Fall. Im Gegenteil, wie eben ja erwähnt, die zweite Instanz hat ja noch was obendrauf gesetzt. Herr Steinhöfel bzw. Herr Weber waren der Auffassung, dass es eine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist, wenn man über ein erstinstanzliches Urteil berichtet, ohne eben die noch nicht eingetretene Rechtskraft ausdrücklich zu erwähnen. Und daraufhin hat er mich abgemahnt und eine Unterlassungserklärung eingefordert. Ich hatte dann daraufhin erklärt, warum dies nach der Rechtsprechung und Rechtslage keine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist. Daraufhin hat Herr Steinhöfel eine einstweilige Verfügung beim Landgericht Nürnberg Fürth beantragt und sie nicht bekommen. Das Gericht hat im Beschlusswege den Antrag aus Rechtsgründen abgelehnt und daraufhin hatte Herr Weber erneut Rechtsmittel eingelegt, wie halt so oft schon, und so ging die Sache dann zum Oberlandesgericht und dort haben dann erneut die Richter darüber entschieden, ob Herr Weber im Recht ist oder ich, also ob das hier eine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist. Und jetzt kommt der Zudel schon wieder vorbei. Ins Bild. Ja. Jetzt hat sie sich mit dem Mikrofon verfangen. Also Nelly, wie gefällt dir der Urlaub bisher? Okay, natürlich etwas abklammern. Also, beim Oberlandesgericht Nürnberg kamen die Richter bei dem Senat zu dem gleichen Ergebnis, dass es keine Rechtsverletzung ist. Und in dem Moment habe ich überhaupt erst von dem Prozess erfahren, denn ich hätte mir nicht die Mühe gemacht, eine Schutzschrift zu unterlegen oder mich bei Gericht anzuzeigen. Ja, jetzt wäre als nächstes eine Hauptsacheklage angebracht und Nelly versucht sich, komm mal, ich glaube für die Damenhygiene, raus. Ich habe in der Zwischenzeit selbst negative Feststellungstage erhoben. Ich hatte den Kollegen Steinhöfel gefragt, ob er wirklich diesen Anspruch weiter geltend machen will. Und er antwortet darauf, jawohl, das will man auf jeden Fall und es wird auch zu einer Hauptsacheklage kommen. Was natürlich ein bisschen widersinnig ist, wenn in der Zwischenzeit tatsächlich Rechtskraft eintritt oder das Urteil sogar noch weiter verschärft werden wird. Aber wenn es denn unbedingt sein muss, dann gehen wir der Sache nach. Warum machen wir das eigentlich? Wir erleben es recht häufig, dass Opfer von Hasskriminalität, Hetze und Beleidigungen nicht den Aufwand auf sich nehmen, damit vor Gericht zu gehen. Und dass diejenigen, die mehr Mittel haben, bereit sind, solche Sachen einfach durchzuziehen, ohne Rücksicht auf Erfolgsaussichten und Verluste, sich einfach durch finanzielle Macht durchsetzen können. Und da ist es wichtig, dass es ab und zu Leute gibt, die bereit sind, solche Sachen zur Anzeige zu bringen und auch zivilgerichtlich weiter zu verfolgen. Das ist in diesem Fall Tessa Ganserer, die gerade auch für den Bundestag kandidiert und die mit erschütternder Regelmäßigkeit Opfer von Beleidigungen und Schmähungen wird und sich diesmal auch gesagt hat, jetzt ziehen wir es auch tatsächlich einmal durch und bringen die Sache vor Gericht. Und da stoßen wir jetzt auf Peter Weber, der sagt, prima, ich bin bereit, das alles vor Gericht durchzuziehen, durch alle Instanzen, die dafür denkbar sind, auch wenn ich jedes einzelne Mal verliere. Aber es hilft der Rechtsfortbildung, denn mehr Gerichte können an diesen Fällen grundsätzliche Fragen erörtern. Und es ist jetzt bei diesen Fällen auch aus der moralischen Sicht nicht so schwierig, die Entscheidung zu treffen, die für die Rechtsfortbildung hilfreich ist, nämlich festzustellen, dass Schmähungen auch im politischen Kontext nicht hingenommen werden müssen. Insofern bin ich ein Stück weit durchaus dankbar, dass sich Peter Weber diesen Rechtsfragen stellt und damit für interessante Urteile Schützenhilfe leistet. Ich bin also auch gespannt, was das bayerische oberste Landgericht dazu sagt. Denn eine Entscheidung von einem solchen hohen Gericht ist natürlich nochmal besser als nur eine Entscheidung von einem Amtsgericht, insbesondere wenn mittlerweile 120-Tage-Sätze zur Diskussion stehen. Ja, das ist also die Konstellation, wenn Menschen einerseits uneinsichtig sind bzw. davon überzeugt sind, im Recht zu sein und zum anderen ausreichend oder unbegrenzte Mittel haben, um so etwas durchzuziehen, so kommen dann diese Prozesse zustande. Mal sehen, wo uns das noch hinführt. Schöne Grüße aus Italien. Wir haben mittlerweile Sizilien verlassen und tuckern jetzt auf dem Landweg wieder Richtung Norden. Sind wir hier südlich von der Amalfiküste, südlich von Neapel. Temperaturen sind erträglich und in der nächsten Woche bin ich dann wieder in der Kanzlei und drehe die Videos dann von dort. Bis dann, tschüss.